Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei dem Arsch 19. Ja, wir werden jetzt weiter auf Feld Nummer 18 und dann auch 12. Und da wird noch Stroh gepresst. Ich starte mal jetzt für die Fahrzeuge. Nach dem Livestream stehen sie natürlich wieder alle und ich muss sie wieder alle durchstarten. Ne? Gleich mal einstellen. Und eben auch mal gleich einstellen. Über Autodrive. So, das ist jetzt schon mal geregelt. Jetzt geht rüber auf Feld Nummer 12. Hier werden wir erstmal das Damit entfernt. Ja, der werden wir gleich mal starten. Der ist ungünstig. Ne? Ist das Absicht? Der ist voll. Dann war dann nicht die eingestellt. Stell mal richtig hin, ne? Ich kann noch nicht genau sagen, ob er verkehrt gefahren ist oder eigentlich ist alles so wie immer, ne? Standardmäßig. Das Abfahrt hat ja mal geklappt, der, also überwiegend, ne? Also an sowas noch nicht gerade. Da gab es keine Probleme mit Abfahren, weil es dicht dran war. So, dürfte gleich leer sein, der Drescher, dann starten wir mal den Auerfahrer. Der wird mich garantiert jetzt abhauen. Genau. Starten wir den anderen auch gleich. Den Fan vor allen Dingen, den Deutz, ne? Schnelles Fahrzeug. Also was brauche ich halt für das Abfahren, für die Straße muss man schnelle Fahrzeuge haben. Die entfernt man größer und langfristig gesehen ist das günstiger, wenn wir da also die schnellen haben, ne? Also umrüsten, die anderen können nach wie vor Feldarbeit machen, von der Aussaat bis zum Grasmähen. So, du kannst dann gleich wieder zurückfahren. Der eine Drescher einstellen muss ich. So, die Fahrzeuge sind nun unterwegs. Steht. Klar, keine eingestellt, somit geben wir keine Zeichen, ne? Im ersten Punkt wird nichts. Riskieren wir mal hier ganz kurz, ob der weiterfährt. Starten den mal und machen mal das Rohr raus. Das ist eigentlich das Zeichen für die Abfahrer zu kommen. Weil wenn ich nämlich starte, fährt er garantiert wieder die Bahn weiter und es sind nur 3%. Das bringt dann auch nichts, ne? Der ist auch voll. Bös verdreckt, du. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir hier nächstes Mal Raps einsehen oder was anderes, keine Ahnung. Was so unser Kalkstreuer.
Dann müssen wir mal mit dem Kursbefahren klappt das. Oh, der hat keinen Alarm. Dann mal gucken. Feld 12. Ernte. Und er war der Linke. Mal aufpassen. Guck keine. Das habe ich mir gedacht. Schaden geht noch. Also fällt wieder raus, okay. Normalerweise müsste der andere jetzt anhalten. Aber das macht er nicht. Muss ich eingreifen. Doch, okay. Mal ganz kurz hier gucken. Oh oh. Ganz, ganz komische Fahrweise. Aber gut. Der fährt richtig eigentlich. Wieso? Jetzt kitzelt, ja. Wieso ist er jetzt weit ungünstig, ne? Verstehe ich nicht. So. Warten Sie nur leer. Oh! Da nichts verstellt normalerweise. Auf jeden Fall. Aber der macht ja nicht weiter, wenn er. Neue Fahrzeuge machen die nicht dafür zu sollen, ne? Machen wir nicht kaputt, du. Muss mal kurz nachgucken beim Fan, wie es eingestellt ist, mit
Den Rohrabstand, irgendwas passt nicht. So. Minus 5, ich weiß nicht genau. Plus. Muss ich mal näher schauen. Juckt die Nase. Wie das klappt. So, den nächsten müssen wir einstellen. Den Kalkstreuer, ne? Das ist Stroh. Strohpresse. Ja. Ne, da hinten noch nicht. Kalk mit Hilfe, dann ist es fertig. So. Dann schauen wir gleich mal nach. Das klappt. Auf jeden Fall. Wir sammeln weiter Stroh. Mit der nächsten Aussaat haben wir ein bisschen Zeit. Bis. Wir haben gerade mal Tag 1 im Sommer. Hier muss kein Kalk drauf, nur auf Feld 15 erstmal. Und die Aussaat hier hat aber noch Zeit, also wäre zu früh. Also es darf ein bisschen brach liegen. Ich überlege, ob ich das jetzt noch düngen werde, aber düngen, das werden wir jetzt nicht machen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt was bringt, dass mich nicht als Stufe 2 denn gelten würde. Nicht, dass ich auch umsonst dünge, muss ja nicht sein. Denn ich denke, wir haben genug Zeit zu düngen her. Sobald. Dreckig ist fertig. Okay, das ist der Kalkstreuer fertig. Dann können wir das aber düngen. Das geht. Nach dem Kalken können wir düngen. Oder wir müssten hier gruppern hinterher. Das wird auch gehen. Oder die Bodentextur verändern, dann geht's. So, Stroh wird abgesammelt. Und da kann der auf Feld Nummer 2 Stroh pressen. Ne, warum soll ich da jetzt quälen? Mit dem Sammelwagen, das klappt nicht so richtig, wie soll. Vielleicht gibt es in der anderen Version wieder mal die andere Möglichkeit, mit Abfahrer direkt oder da, wo er rauffahren soll. Nicht da, wo er möchte, ne? Müssen wir schauen, ungefähr da, wo der andere aufgehört hat. Hängt da gerade noch ein Graben, ne? Wir werden mal hier den alten Kurs löschen und den neuen Plan Erntefeld 2. Schauen wir mal, welche Richtung wir nehmen müssen. So richtig sehe, müssen wir von vorne anfangen, komplett zurück und von da oben anfangen. Wo man richtige Spur nimmt, richtige Mitte ungefähr, ja, das passt so.
Jetzt ist weit weg. Ja, gut, was soll's. Das ist verhext. Aber gut, da habe ich geahnt, also. Also wir müssen im Prinzip jetzt wie ist bei dem die Einstellung? Der ist hier gerade so günstig, ne? Da können wir gleich mal gucken. So. Und zwar 0,75 Meter. Ich weiß nicht, wieso da andere Kurse sind. Da. Ich wollte gerade sagen, bewegt sich was. 0,75. Anmelden. Da werden wir mal einen Deutz auch so machen. Wo ist der Deutz? Da hinten. Der versucht krampfhaft den anzutanken, weil er nicht rankommt. Also Zeit? Ja, 17. Dann machen wir noch fertig. Ich rieche aus der Puste hier, der Junge hier. Ich glaube, ich mache heute nur eine Folge, ich gehe gleich ins Bett. Das passt schon so. Morgen mache ich dann die zweite oder ich mache gleich zwei. So, minus den Fluss 0,75. So, Zuschauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Ich wünsche euch allen einen schönen Rest Samstag. Ja, morgen geht es hier weiter mit der Ernte. Auf Feld 12 und auf Feld 18 aktuell. Dann werde ich mal sehen, da haben wir noch ein paar andere Felder zu tun, abzuernten. Die machen wir auch noch, die kleinen Felder. Jo. Jo, vielleicht müssen wir mal wieder am Sonntag, ne? Tschüss. Und schönen Dank fürs Reinschauen.